Ja, Haus Nummer 3, hier an einem ganz interessanten Ort, nämlich ja in einem Platz an einer Stelle. Wir haben hier die Opelvillen, hier ist die Festung und da wohnt ein Mensch, der in Rüsselsheim sehr bekannt ist, in der Haus Nummer 3. Ja, Ulrich Wasko ist es. Und er wohnt in einem wunderschönen Haus aus der Gründerzeit und den werden wir heute besuchen im Rahmen der Reihe Interessante Menschen, interessante Häuser. Wird, glaube ich, wieder ganz interessant. Ja, heute bei Ulrich Wasko im Haus. Es geht weiter mit der interessanten Reihe Interessante Menschen und Interessante Häuser. Bevor wir zur Person Ulrich Wasko kommen, fangen wir mal mit dem ganz tollen Haus an, in dem wir hier sind. Wir sind eben zusammen reingekommen, haben das von außen schon begutachten können. Das macht schon optisch ein bisschen was her. Die Lage ist ganz toll. Und jetzt wollen wir ein bisschen was über dieses interessante Haus erfahren. Ulrich, du hast interessantes Bildmaterial hier schon zusammengestellt über dieses Haus. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was erzählen. Das ist auch eine sehr persönliche Geschichte. Das hat sehr viel mit deiner Familie zu tun. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen was erfahren. Was ist denn das hier für eine spannende Hütte hier in diesem spannenden Umfeld? Ja, mein Großvater mütterlicherseits hat mit seiner Frau 1913 dieses Haus gebaut. Mhm. Und den Bauplan habe ich hier noch, den habe ich auch hier vorliegen, die kann man auch sehen, das kannst du wunderbar sehen. Und was interessant ist, also das eine Seite Statik, damit hat er das ganze Haus gebaut. 1938, da steht es 1913, jawohl. Mhm. Als der Anbau hier dazu kam, 1938, ja. Bei der Mutter hat 37 geheiratet, war es zwei Seiten Statik. Die habe ich jetzt nicht dabei, die habe ich drüber liegen, müssen alles sehen. Und wenn du jetzt ein Haus baust, ja, dann hast du ein Buch. So ändern sich die Zeiten. So ist das. Und so war das also vor dem Krieg, sah das Haus vor dem Neubau aus. Ja. Da war noch keine Straße gemacht, wie man sieht. Sieht aus wie auf dem Acker hier, ne? Das ist also, war ein Acker, aber der Zaun steht schon auch zum Nachbarn hin vom ehemaligen Dr. Adbam. Mhm. Ja, hochinteressant. Okay. Und erzähl mal noch ein bisschen was über deine Familie. Wie kam das zu diesem Hausbau? Was waren so die Umstände, wie das dazu kam? Warum hier? Wie kam das mit dem Grundstück? Kann man da ein bisschen was erzählen? Also mein Opa hat dieses Haus, hat dieses Grundstück gekauft und hat dann den Bauantrag eingereicht und es ging relativ schnell und es wurde auch genehmigt und wurde gebaut. Mhm. Eltern... Also meine Eltern, meine Mutter ist 1911 hier in Rüsselsheim geboren, ehemals Nachbarhaus von Dr. Missler, wenn man da weiß, wer das ist. Und mein Vater kam aus Lippstadt geboren und hatte sein Elternhaus in Offenbach-Bürgel. Mhm. Mein Vater ist ja 1944 im Krieg gefallen im Januar an der Ostfront. Und was ich so auch treibe noch ist... dass ich mal sehe, wer wann wo gelebt hat. Das ist dieses Familiäre jetzt schon leicht. Ahnenforschung, mhm, richtigerweise gesagt. Und ich kann also den Vater meiner Mutter bis auf 1677 zurückverfolgen. Mhm. Kam aus Offenbach, allerdings wurde der in Langenhain geboren. Und die Mutter, meine Mutter, die geht zurück bis auf 1616. Mhm. Kann ich nachverfolgen über den ganzen Zeitraum. Es geht ja meistens bis zum 30-jährigen Krieg, dann wird es schwierig. Ne? 1616 war vorher. Ja, aber da ist dann die Zeit, da wird es schwierig mit Dokumenten. Gell? Ja, ich habe also hier auch ein paar Dokumente dabei. Ich war auch schon im dem Landesarchiv in Darmstadt gewesen und habe da Unterlagen rausgesehen, aber man kann das kaum lesen. Ja. Das ist fast nicht lesbar, aber wenn irgendwo Petzinger dabei steht, dann ist das das. Ah ja. Mhm. Die Opa und Oma hießen ja Petzinger, geborene Graz. Und alles, was ich da so habe, war ich selbst dort gewesen, habe im Internet mal danach geschaut bei denen und das kam das raus, dass du es nicht lesen kannst. Also sehr interessant. Altdeutsch, okay. Und das zu meinem Vater und den Eltern, die kommen aus Vorpommern. Mhm. Der ist 1850 geboren und hat dann über Lippstadt, wo mein Vater geboren ist, in Offenbach-Bürgel eine Wirtschaft übernommen, mit Saalbau. Und das haben wir auch behalten.
Okay. Und mein Vater hat eben meine Mutter irgendwann wo kennengelernt, ich nehme an, auf dem Tennisplatz. Weil der spielte Tennis und meine Mutter spielte auch Tennis. Die waren bloß im Tennisverein. Habe ich zwar auch noch. Beim gemischten Doppel. Vielleicht war das die Möglichkeit, das weiß ich nicht genau. Da war ich nicht auf der Welt. Okay. Wie gesagt, die haben 37 geheiratet, ich kam 39 auf die Welt. Mhm. Ich bin noch Friedensware. Okay. Ich bin am 10.8. geboren und am 1.9. war irgendwas. Mhm. Sehr schön, schöne Geschichte. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Haus. Was hat das für dich persönlich für so eine Bedeutung, wenn das auch so eine familiäre Bindung ist mit so einem Haus? Wie lebt man dann? Es ist ja mein Elternhaus. Ja. Und ich habe da gelebt bis 1966, als ich dann geheiratet habe. Mhm. Eine Frau aus Rüsselsheim-Hasloch. Und wir haben dann, ich war bei MAN gewesen und wir haben eine Werkwohnung bekommen in Ginsheim, die sehr teuer war, 105,50 € und die ist gestiegen bis auf 108,70 € pro Monat in 3 Jahren. Ja. Man merkt den Betrag und dann haben wir eben ein Haus gebaut. Aha. Und da haben wir meine Mutter gesagt, du baust hier hinten hin aufs Grundstück. Hat mein Schwiegervater gesagt, du baust bei mir aufs Grundstück da hinten. Ich sage, nee, wir bauen nicht mehr bei euch hin, wir bauen es selbst. Okay. Und wir haben dann in Königstetten ein Grundstück gefunden. Mhm. Das letzte für den entsprechenden Quadratmeterpreis von 18 Euro. Das nächste waren dann 45, hätte ich mir nicht mehr leisten können. Und haben dann eben gebaut. Aha. Und sind dann, ich habe dann gesagt, wir überwintern da. Und sagte der Schwiegervater, nein, wir bauen weiter. Und ich bin am 10. April 70 eingezogen. Mhm. Okay. Und kam dann, nachdem ich nicht mehr verheiratet war, das war dann nach 25 Jahren, wieder hierher in mein Elternhaus. Ah ja. Ich habe also meine Schwester ausbezahlt. Ich habe eine Schwester, die in Hamburg wohnt. Und die will auch nicht mehr hierher, wohnt nach wie vor in Hamburg. Wir besuchen uns auch gegenseitig. Und habe meine Schwester ausbezahlt. Mit dem Geld habe ich hier dieses Haus innen und außen renoviert, was sehr teuer war. Ja. Das kannst du dir vorstellen. Da ging also so die Standards damals waren ja andere, da muss man bestimmt einiges reinstecken. Ja. Das war so 96 und dann kam noch dazu, dass ich hier in der Fluglärmzone 1 bin. Ihr habt Glück gehabt, dass wir jetzt Westwind haben, da hört ihr nichts. Wenn wir Ostwind hätten, hätte wunderbar schöne Flugzeuge gehört. Mhm. Und da kam die erste Tranche vom Fraport für entsprechende Fenster 2008/06 rein. Und dann 2015 ging es dann weiter, auch entsprechend mit Grundstück. Mhm. Und da wurde natürlich auch dieses Grundstück bewertet. Das habe ich also hier, da war der Gutachterausschuss der Stadt Rüsselsheim da und hat ein Verkehrswertgutachten 2015 erstellt, auf der Grundlage 2007. Mhm. Und das ist anerkannt worden und da habe ich entsprechendes Geld auch noch bekommen. Das ist also ein richtiges Buch. Das kannst du mal ansehen, wenn du das möchtest. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus. Wir sind ja quasi Nachbarn. Ja, so, richtig. Wir sind nicht allzu weit auseinander. Deshalb die Fluglärmsituation ist mir wohl bekannt. Ja, ich weiß ja, wer in deinem Haus früher gewohnt hat. Ja. Das weiß ich wieder. Ja. Das weißt du nicht. Ja, kennst du dich besser aus als ich. Ich habe es noch nicht so lange. Ja. Okay. Gut. Ja, wunderbar. Das und deshalb, das ganze Ensemble gefällt mir hier. Mhm. Und ich bin ja Rüsselsheimer und ich wohne sehr, sehr schön. Ich sitze vom Computer, gucke auf die Opelvillen, habe links den Stadtpark und habe rechts die Festung. Ja. Ich bin ja auch in der Bürgerstiftung Festung tätig, als Stadtverbandsvorsitzender und bin aber auch Gründungsmitglied des Freundeskreises der Bürgerstiftung Festung. Mhm. Und deshalb bin ich auch hier ganz eng dran verbunden. Zu deiner Person kommen wir noch, da gibt es ja noch einiges zu erzählen. Aber nochmal ganz kurz zur Lage, das ist ja praktisch Premium 1 hier in Rüsselsheim. Das kann man so sagen. Man kann direkt zum Main, alles was hier sehenswert ist in Rüsselsheim, direkt vor der Haustür, das weißt du doch bestimmt zu genießen. Das weiß ich zu schätzen und zu genießen. Das siehst du ja in der kleinen Garten, so circa 1000 Quadratmeter, den ich noch selbst bearbeite. Sehr gut. Ja. Und heute Mittag um 3 Uhr kommt jemand, der schneidet mal die Bäume. Sehr gut. Ein Sänger. Wunderbar. Ja. Erstmal schöne Geschichte zu diesem Haus. Sehr interessant, gut. Einfach auch ein schönes Haus, muss man sagen. Ja. Passt hier auch genau hin mit dem Garten. Ganz tolles Ambiente. Also so schön kann man in Rüsselsheim wohnen, muss man auch einfach mal feststellen. So ist es. Ja, wir steigen hier nochmal ein mit dem Bauplan dieses wunderschönen Hauses von 1913. Und da sieht man mal, wie das Haus hier konstruiert wurde. Und es wurde ja schon erwähnt mit dem Ergänzungsbau. Und jetzt ist nun mal ganz toll, das kann man heute eigentlich kaum nachvollziehen.
die Statik auf einer Seite. Eine Seite. Ja. Der Anbau waren dann schon zwei Seiten, ne, die Statik. Ja. Und heute hast du vorhin schon gesagt, bringst du so ein Buch dazu. Ulrich, das bringt mich auf eine Frage. Wir haben uns jetzt intensiv mal mit deinem Haus ein bisschen beschäftigt. Du, der hier in Rüsselsheim aufgewachsen bist, der sich hier so engagiert hat in dieser Stadt. Du wohnst hier mitten im Zentrum in Rüsselsheim. Ja. Jetzt ganz aktuell verfolgen wir Karstadt, Abriss, ja, Neubau. Du hast sozusagen über die vielen Jahre beobachtet, wie sich die Stadt Rüsselsheim, auch die Innenstadt, entwickelt hat. Was hast denn du da für einen Blick drauf? Wie nimmst denn du das so wahr? Du kennst die ganzen Geschichten. Du bist wahrscheinlich als Kind in die Karstadt gegangen, als Kind nicht mehr, später. Da gab es ja noch nicht. Du kennst diese ganzen Gebäude, die ganzen Zusammenhänge. Wie nimmst du die Entwicklung von Rüsselsheim wahr, insbesondere in der Innenstadt? Ja, das ist ein großes Problem, wie ich meine. Rüsselsheim ist ja im Zentrum. Zentrum heißt Darmstadt, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach, vielleicht noch Hanau. Da drin liegt Rüsselsheim. Und überall in der Peripherie gibt es überall Supermärkte, Großmärkte und. Und die haben ja eigentlich die Innenstadt, Pühlesaal, entkernt, aber von den ursprünglichen Geschäften entleert. Und das ist das große Problem, was wir in Rüsselsheim haben. Und bin mal gespannt, was der Neubau des alten Karstadt-Gebäudes, der immer noch abgerissen wird, was da passiert, ob der wirklich unten rein die Stadt Rüsselsheim will mit ihren Büros oder ob man da wirklich was für den Rüsselsheimer Bürger Interessantes reingibt. Mhm. Das weiß ich nicht. Ja. Ja, das gucken wir uns einfach mal an. Ja. Ulrich, ich will nochmal auf den Punkt kommen, was mir nochmal ganz wichtig ist bei dir. Du bist eine Persönlichkeit, die sich in Rüsselsheim sehr viele Jahre engagiert hat. In den Vereinen, im SKV. Ja. Ich will gerade die ganzen Einzelheiten machen, da könnten wir noch eine Stunde drüber erzählen, weil du so viel gemacht hast. Du hast angefangen mit Briefmarken sammeln, richtig, hast du ihn schön erzählt, dich in vielen Computerclub engagiert, beim SKV. Die Motivation, warum du das gemacht hast, hast du vorhin sehr schön ausgedrückt. Das ist das Verhältnis zu deiner Stadt, zu Rüsselsheim. Kannst du das nochmal beschreiben? Was bedeutet für dich Rüsselsheim? Rüsselsheim ist meine Heimat. Und in der Heimat engagiere ich mich, weil es mir Spaß macht. Ja. Und wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es gar nicht machen. Ja, ja. Das ist das Prä, was ich also in mir fühle und auch entsprechend umsetze. Und es hält topfit, man muss auch mal sagen, also du bist 80. Ja? Richtig, weil dieses Jahr 81. Ja, du bist 81 und topfit, das musst du wirklich sagen. Auch da gilt wieder, Ehrenamt hält fit. Ja? Dein Engagement hält dich auch fit, das kann man doch so sagen. Ja, oder? Ist aber nur die Hülle aus. Ist nur die Hülle. drin es aussieht, ist was anderes. Ja. Aber wir wollen doch mal ein paar Sachen über dein Engagement verlieren. Wenn du mal so die Kernpunkte rausarbeitest. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die SKV. Da bist du jetzt sozusagen ja auch wieder eingestiegen, nachdem es kleine Probleme gab. Was bedeutet für dich SKV, Stadtverband der kulturellen Vereine? Ja, schau, der Hermann Wolf hat mir 1994 gesagt, Ulrich, da könnt sich engagieren, da brauchen wir jemand. Und da bin ich bei dem SKV eingetreten als zweiter Schriftführer und habe das bis zum Jahr 2000 gemacht. Okay. Und dann hat der Edmann aufgehört und der Dieter Haas vom Volkschor hat den ersten gemacht 2000, kam dann aus dem Urlaub zurück in dem Jahr und im September war er im Krankenhaus, habe ihn besucht und zwei Tage später war er tot. Habe die Laudatio noch gehalten am Friedhof und stand dann vor der Frage, machst du das oder machst du das nicht? Habe mich mit den Rüsselsheimer Gesangvereinen mal unterhalten, die haben gesagt, okay, wir wählen dich schon. Damals gab es ja doch ein paar Leute, die es auch gerne gemacht hätten vielleicht. Und bin dann auch den Rechtspfleger der Stadt Rüsselsheim habe ich dann konsultiert und er sagte mir, okay, Sie können das machen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung. In der Satzung stand ja drin, dass nur der Erste der Matador vom Stadtverband ist. Ja. Das habe ich später mal geändert. Und bin dann 2001 im März zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Und da habe ich auch Satzungsänderungen gemacht, zum Beispiel, dass der zweite Vorsitzende auch Geschäftsführer sein kann. Und habe die Satzung dementsprechend geändert, dass wir beispielsweise Einladungen per E-Mail rausschicken konnten. Gab es damals noch nicht. Und wir haben das EDV-System eingeführt. Ich hatte da das Glück gehabt, dass der Erik Weidner mit von der Sache gewusst hat, wie es geht. Und da haben wir damals die Homepage gemacht. Müsste der Achim ja auch wissen.
Ja, ist so. Ja, ist so. Ja, ganz wichtige Station, wo du dich eingebracht hast. Und man muss sagen, dadurch, dass du auch so viel Erfahrung hast, war es ja auch möglich, als das Problem aufgetaucht hat, das war angedacht, die Vereinigung des Stadtverbandes der kulturellen Vereine mit dem Verband der interkulturellen Vereine, da musstest du ja auch nochmal ran, ja, weil es da ein bisschen geknirscht hat. Und da müssen sozusagen, mussten nochmal Leute mit Erfahrung wie du ran, um den Karren, wir müssen es so sagen, nochmal aus dem Dreck zu ziehen. Ja, weil es war ja ein bisschen verfahren, die Situation. Ja, es war so gewesen. Ich hatte in der Jahreshauptversammlung 2015 den Antrag gestellt, dass sich beide Verbände vereinigen. Und fand da was ja von allen auch gewünscht war. Ja, was auch und sinnvoll fand ist. Da überall ja, zustimmen. Ja, auch von der Politik überall zustimmen. Ja, richtig. Ja. Und das lief ja auch 3 Jahre recht gut, mit Ausnahme vom Hessentag. Da hat man ein bisschen gehuft. Die neue Satzung wurde ausgearbeitet und. Zuerst war eine Ablehnung da vom Stadtverband im November 18 und auch vom FIF nicht klar. Und bei der zweiten Sitzung war der Stadtverband, Leute waren da einverstanden, aber der FIF hat immer noch Redebedarf gehabt. Und in der Jahreshauptversammlung im März 2019, nachdem die Sache gescheitert war, hat dann der Vorstand gesagt, wir treten nicht mehr an. Mhm. Und such mal aus der Mannschaft jemand raus. Das geht nicht, funktioniert nicht. Wir haben dann in mehreren Sitzungen, einmal bei mir hier zu Hause und einmal beim Frohsinn und einmal beim Club Harmonie, mit etlichen Leuten darüber gesprochen, was man machen kann, um die Kuh vom Eis zu kriegen. Mhm. Und Sabine hat nochmal eingeladen, die Vorgängerin, zur Sabine Schablowski. Schablowski, zur außerordentlichen Mitgliederversammlung im 5. Mai des Jahres, und da standen wir auch wieder da. Im ersten hat sich keiner gemeldet und dann haben wir nochmal eine Auszeit genommen. Dann haben Hermann und ich, Hermann Wolf und ich, gemeinsam gesagt, okay, wir machen das nochmal, obwohl wir ein gewisses Alter ja nicht verleugnen können. Ist aber so. Aufgrund der Erfahrung haben wir das gemacht und wir haben bis jetzt auch gute Gespräche gehabt, sei es mit Herrn Griesek, Bürgermeister und Kulturdezernent, oder mit dem Oberbürgermeister. Das hat alles bis jetzt recht gut geklappt. Mhm. Und so wollen wir entsprechend auch weitermachen. Wir sind ja gewählt für 2 Jahre. Ja. Und man sieht, ihr werdet da immer noch gebraucht. Das muss man wirklich sagen. Also wenn ihr da gewesen wärt, das wäre echt schwierig gewesen. Ulrich, noch zwei Punkte würde ich gerne nochmal ansprechen. Die Festung ist auch ein Bereich, wo du dich engagiert hast. Und da hast du aber auch eine ganz persönliche Verbindung dazu und eine kleine Anekdote, so will ich es mal nennen, die du vorhin nochmal erzählt hast. Finde ich aber auch ganz schön. Das ist eigentlich eine traurige Sache, die Sache mit deinem Großvater. Mhm. Weil die Festung, da warst du als Kind schon drin zu einem sehr unschönen Anlass, nämlich wenn die Flieger kamen. Während des Krieges, ja, wenn vorher Alarm war, sind wir mit der ganzen Familie, auch die Leute aus der Umgebung, haben wir hinten aufgemacht, die konnten auch da durchlaufen. Ja. Sind wir in die Festung in die Kasematte. Mhm. Und die Kasematte ist ja die Absicht. Luftschutzraum war das. Luftschutzraum, ja, richtig, ja, ja. Oder Kasematte. Ja. Und das war der erste Raum, der da, jetzt haben wir der erste, wie soll ich sagen, Bastion, die da ausgegraben worden ist. Kann man jetzt selbstverständlich besichtigen. Ja. Und dann sind wir, wenn der Alarm Entwarnung gegeben hat, und dann sind wir wieder nach Hause. Und 45 war es so, war der Alarm gewesen, der Opa blieb im Haus alleine und ich bin dann vorgerannt, wie die Entwarnung da war, und habe den Opa nicht mehr lebend gesehen. Der war dann gestorben. Hat sich nicht mehr bewegt. War gestorben, hat sich nicht mehr bewegt. Okay. Mhm. Das war sehr traurig. Ja, ja, und dann waren wir noch drüben in der großen Opel-Villa. Da habe ich gesehen, wie da drüben dieses Haus zerbombt wurde und in Flammen aufging. Oh ja. Ja, aber die Festung hatte ich nicht losgelassen, auch da hast du dich engagiert. Ja, ja, man ist als Stadtverbandsvorsitzender ist man gesetzt in der Bürgerstiftung Festung, wie andere Personen auch. Ja, da sehen wir uns auch immer mal. Da sehen wir uns auch. Und dann bei dem Freundeskreis der Bürgerstiftung Festung, wo ich ja Gründungsmitglied bin, bin ich ja nach wie vor noch drin. Ja. Und siehst ja auch, die Bürgerstiftung Festung, Freundeskreis macht ja einiges. Tolle Veranstaltung, eine tolle Veranstaltung. Am Donnerstag, den 8.10. im Festungskeller. Und da versuche ich auch Karten loszukriegen. Sehr gut, sehr gut. Also überall Engagement. Ja. Ein letzter Punkt, den wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen. Der Computer ist auch deine Welt. Du bist im Computer-Club. Ja. Auch da hast du dich engagiert. Du hast schön erzählt, du sitzt gerne an deinem Computer. Wir waren eben drüben in dem Raum und da hast du alles im Blick, denn da kannst du nach draußen gucken. Du guckst auf die Opel-Villen, du siehst immer, wer vorbeigeht, wer heiratet. Wer heiratet, ja. Ganz wichtig, kann man alles sehen. Ja. Computer-Club. Ja. Was bedeutet der Computer-Club für dich? Bedeutet für mich eigentlich sehr viel. Ich kam mit dem Detlef Ebert ins Gespräch 2013,
12, 13 und da hat mir auch geholfen am Computer. Und ich bin dann auch eingetreten in den Verein und der Verein hat dann 2015 aus der Presse erfahren müssen, dass er aus der Max-Planck-Schule raus muss. Mhm. Und der erste Stadtrat hat damals über Magistrat einen Auftrag bekommen, ein Etablissement zu suchen. Mhm. Sucht bis heute. Sucht bis heute. Das heißt, der Verein hat es selbstständig gemacht und hat also versucht, irgendwo Unterkünfte zu bekommen. Mhm. Das ist schwierig in Rüsselsheim, ja, würde ich sagen. Und fündig wurde er im Gebäude über der Post in der Moselstraße. Und da ist dann der Umzug vonstatten gegangen. Das ganze Gebäude, dieser ganze erste Stock in dem Bereich, etwa 200 Quadratmeter, musste ja renoviert werden. Da war ja jahrelang niemand drin. Und der Verein zahlt da sehr, sehr viel Geld an Miete und an Betriebskosten. Was eigentlich für andere Sachen vorgesehen war, das Geld des Vereins. Ja. Und zwar, diese Gelder werden eigentlich gebraucht. Der Computer Club veranstaltet Kurse für Senioren, auch für normale Mitbürger. Und gerade für Senioren, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, um die wieder, dass sie sich weiterbilden können, was sie auch gern machen. Und da braucht man natürlich auch neue Materialien. Und die kann man momentan nicht kaufen, weil das Geld nicht da ist. Weil das Geld nicht da ist. Ja. Ulrich, mir ist nochmal wichtig. Du bist jemand, der sich seit Jahrzehnten in Vereinen engagiert. SKV, wir haben die verschiedenen Sachen angesprochen. Du gehörst ja zu einer Generation, du bist eine Person, die sich viele Jahre nachhaltig engagiert hat in den Vereinen, in Vorständen, in verschiedenen Funktionen. Du beobachtest natürlich aber auch die, die jetzt nachkommen. Es werden immer wieder Leute gesucht für Funktionen, als Schriftführer, als Kassierer. Das wird ja immer schwieriger. Wie bewertest du das aus deiner Sicht, mit deinen Erfahrungen, das Vereinsleben von Rüsselsheim? Das macht ja Rüsselsheim auch aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie soll das eigentlich weitergehen? Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die den Verein am Leben halten. Was muss Gesellschaft, was muss Politik, was müssen wir da tun, damit es auch erhalten bleibt? Vielleicht müssen sich Dinge auch ändern. Das würde mich mal interessieren, wie du das einschätzt. Ist ein Problem. Mhm. Gerade in den Gesangvereinen, wo ich auch herkomme, sind die älteren Menschen drin und die sind langsam nicht mehr da. Ja. Das heißt beispielsweise, die Germania hat vor 2-3 Jahren aufgehört zu singen, der Schendiko hat vor 1 Jahr aufgehört zu singen, als ältere Männer, da kam niemand mehr dazu. Ja. Was man jetzt machen kann, beispielsweise der SKG Bauscher macht einen Projektchor. Wir haben vom Gesangverein Frohsinn die Musikbox. Die haben wir auch schon in den 90er Jahren gegründet, die sind mittlerweile mit 30, 35 Sängerinnen und Sängern da und das ist eigentlich die Zukunft, die wir haben. Ja. Aber alle anderen Vereine, egal wer das jetzt ist, ob das die Akkordeonspieler sind, ob das die Dorflinde ist, die in der Festung drin sind, die sind noch da, sind auch noch gut da, noch gut aufgestellt, oder die Fastnachtsvereine beispielsweise, wo sich der Karl-Heinz Eitel wieder für den SCV stark gemacht hat, oder die Schwarze Elf, oder die großen Siedler von der Siedlung, oder die Bauscheime, ist immer noch sehr gut da. Guck mal dann über. Ja, also finde ich aber nochmal ganz wichtig zu sagen, so Leute wie dich braucht Rüsselsheim, das ist ganz wichtig. Und die Stadt hat es ja auch erkannt, das muss ich mir auch sagen, du hast ja ganz tolle Auszeichnungen auch schon mal. Vielleicht können wir eine nochmal zeigen. Du hast ja ein schönes Stück hier, das können wir vielleicht nochmal in die Kamera halten. Das ist das Wappen der Stadt Rüsselsheim in Gold. Ganz toll, ja. Sowas bekommt man, wenn man sich so engagiert wie Ulrich Wasko. Und da will ich auch mal ein ganz großes Dankeschön sagen. Das ist wirklich toll, beeindruckend, was du hier so an Leistung gebracht hast für deine Heimatstadt, wie du das selber auch gesagt hast. Und es macht dir Spaß und es hält dich fit. Und ich denke, das ist auch eine ganz tolle Nachricht nach draußen. Ehrenamt ist eine tolle Sache. Und man kriegt auch so schöne Schmuckstücke dann nach Hause. Ne? Weißt du, wenn man die verliert hat? Dreimal darfst du raten. Er war's. So war's. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Jens Grode und Patrick Burkhardt. So war's. So war's damals, ja. Schönes Schlussstatement. Vielen Dank, dass wir bei dir sein durften, Ulrich. Vielen Dank, dass wir das schöne Haus hier sehen durften. Vielen Dank, dass wir etwas über dich erfahren haben, über deine Familie, über dein Engagement. Vieles wusste ich schon, aber so ein paar Details kommen immer dazu. Das mit dem Briefmarken wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, große Briefmarkensammler bist. Vielen Dank übrigens auch mal an Achim Weidner, der das hier alles so schön technisch aufzeichnet und dokumentiert. Ich denke, das war wieder mal ein interessanter Blick auf eine interessante Persönlichkeit. Danke. Und auch über eine interessante Wohnsituation, über ein schönes Haus, das hier in Rüsselsheim steht, an einem ganz tollen Ort.
rundum eine schöne Sache. Nochmals vielen Dank, Ulrich Wasko. Gerne geschehen.